Ja, hallo. Eine häufige Frage in Foren ist, ob ich eine komplexe Wurzel auch direkt in der Normalform lösen kann. Ja, also normalerweise macht man ja Folgendes. Wenn ich so eine Aufgabe hier habe, dann wandle ich zunächst einmal die komplexe Zahl, also den Radikanten, in die Polarform um, berechne dann die Wurzel mit der Lösungsformel und das Ergebnis muss ich dann nochmal umwandeln, wieder zurück in die Normalform, also in kartesische Koordinaten. Ne? Also drei Schritte habe ich. Ja, und da fragen sich manche, gibt es da eigentlich auch eine Formel für, sodass ich die Wurzel direkt in der Normalform, also in kartesischen Koordinaten, ziehen kann oder muss ich immer den Umweg gehen über die Polarkoordinaten? Ja, die Antwort ist jein. Ja, also normalerweise muss ich immer den Umweg gehen, aber für Quadratwurzeln, da gibt es eine Lösungsformel. Ja, da muss ich also nicht umwandeln in die Polarform, dann die Wurzel ziehen und dann wieder zurückrechnen in die Normalform, sondern ich mache das direkt in der Normalform, also in kartesischen Koordinaten. Und zwar lautet die Formel folgendermaßen. Also ich möchte diese Wurzel hier ziehen und das Ergebnis soll lauten x plus iy. Da berechnet sich x, also der Realteil nach dieser Formel hier und der Imaginärteil der Lösung berechnet sich nach dieser Formel hier. Ja, das ist die Formel. Wie gesagt, gilt nur für Quadratwurzeln, aber das sind ja die Wurzeln, die in der Technik am meisten vorkommen. Das sind ja fast immer Quadratwurzeln. Gut, ein Beispiel habe ich mal hier hingeschrieben. Wir suchen die Wurzel aus minus 3 halbe plus 2i. Zunächst einmal lese ich dieses a und b ab. Das a ist hier minus 3 halbe, habe ich hier hingeschrieben. Das b, das ist hier die 2, habe ich hier hingeschrieben und dieses a und b setze ich jetzt in die Formel ein und in die Formel. Und dann habe ich x und y, also Real- und Imaginärteil der Lösung. Und somit habe ich natürlich auch die Lösung. Gut, das habe ich hier bzw. hier gemacht. Fangen wir mit x an, den Realteil. Da habe ich also hier a gleich minus 3 halbe einmal hier eingesetzt. Das habe ich hier gemacht. Dann habe ich es hier eingesetzt, das habe ich hier gemacht. Und dann habe ich das b, also die 2, die habe ich hier eingesetzt, das habe ich hier gemacht. So, die Aufgabe habe ich so gewählt, dass die im Kopf berechenbar ist. Und zwar habe ich pythagoreische Tripel genommen. Das heißt, man kann alles im Kopf rechnen. Ja, fangen wir mal hier an. Minus 3 halbe zum Quadrat. Da muss man an die Potenzregel denken, da muss man Zähler und Nenner einzeln potenzieren. Dann habe ich 9 Viertel. Das Minus fällt sowieso weg beim Quadrieren. Da habe ich 9 Viertel. Das habe ich hier. So, und jetzt habe ich hier noch die 4 dahinter. Die 4 kann ich schreiben als 16 Viertel. Also habe ich insgesamt 25 Viertel. Und jetzt muss ich an ein Wurzelgesetz denken. Nämlich, wenn ich eine Wurzel aus dem Bruch ziehe, kann ich Zähler und Nenner einzeln radizieren. Die Wurzel aus 25 ist 5 und die Wurzel aus 4 ist 2. Ja, und wenn ich dann 5 halbe habe und 3 halbe abziehe, habe ich 2 halbe, also 1. Und 1 durch diese 2 ist 1 halb. Ja, meine x-Koordinate der Lösung ist also Wurzel aus 1 halb. Ja, das habe ich hier hingeschrieben. Die Wurzel hier hat als Lösung, also die x-Koordinate, die kennen wir schon, das ist Wurzel aus 1 halb. Na, y ist nochmal fast genau das gleiche. Die Formel unterscheidet sich ja nur in einem Minus hier. Ist also fast das gleiche und da kommt Wurzel 2 raus. Na, das ist dann y, also der Imaginärteil. Und Wurzel 2 schreibe ich also hier hin, ne? Da wo der Imaginärteil hingehört, als Faktor von i. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Dann haben wir nämlich eine Wurzel gefunden, aber wir wissen ja, komplexe Quadratwurzeln haben immer zwei Lösungen, die sich im Vorzeichen unterscheiden. Und das habe ich hier durch dieses Plus-Minus gemacht. Ne? Das Plus, das kann ich ja einfach mir wegdenken vor der Klammer. Dann habe ich hier die
Lösung, die wir berechnet haben. Und die zweite Lösung erhalte ich durch dieses Minus hier. Ja, das sind also die beiden Lösungen. Einmal die hier und einmal das Ganze mit einem Minus davor. Ja. Gut. Und das Ganze kann ich auch noch ausrechnen. Wurzel aus 1,5 ist 0,707 und Wurzel 2 ist 1,414. Ne? Ungefähr, das sind ja irrationale Zahlen. Die haben ja unendlich viele Nachkommastellen. Gut, also das ist die Formel. Die spart viel Zeit in der Klausur. Ne? Man muss also nicht den Umweg gehen über die Polarform. Der Nachteil ist eben, funktioniert nur bei Quadratwurzeln, nicht bei Kubikwurzeln oder so. Da gibt es, soweit ich weiß, keine Formel für. Ja, in den nächsten Videos, da werden wir dann die Herleitung für diese Formel machen. Das ist dann schon etwas anspruchsvoller, aber kann man gut erklären mit ein paar Diagrammen. Ja, da wollen wir also nicht nur eine Aufgabe rechnen, sondern auch die Formeln hier beweisen. Ja, das war's. Auf Wiedersehen.